Sie sind hier, 9. September 2018, 10.51 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Johannes Voigtmann, L., steht den deutschen Basketballern in der WM-Qualifikation zur Verfügung. Urheberrecht Getty Images. Nach dem letzten Platz beim Supercup stoßen Johannes Voigtmann und Andreas Obst zur Nationalmannschaft. Der Einsatz des Kapitäns in der WM-Qualifikation ist fraglich. Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel hat nach dem 4. und letzten Platz beim Supercup in Hamburg Veränderungen in seinem Kader mit Blick auf die WM-Qualifikation angekündigt. Dann stoßen Johannes Voigtmann und Andreas Obst für Andreas Seifert und Jonas Guff zum Team, sagte der 49-Jährige, dessen Auswahl am Donnerstag in Tallinn auf Estland trifft. Voigtmann, Saski Baskonia Vitoria und Obst Obrado Irokip hatten in der Hansestadt aufgrund persönlicher Situationen noch gefehlt. Gleiches gilt für Robin Benzing. Einsatz von Kapitän Benzing fraglich. Der Kapitän der deutschen Korbjäger weilt derzeit bei seinem neuen Club Besiktas Istanbul. Ob er bei den anstehenden Pflichtspielen helfen kann, ist noch nicht abschließend geklärt. İsmet Akpınar, der beim enttäuschend verlaufenen Supercup mit Niederlagen gegen die Türkei 79:100 und Italien 62:71 eine Zahnverletzung erlitt, wird wohl auflaufen können. 3 Tage nach der Partie in Estland steht für Rödels Team auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2019 in China bereits das nächste Duell an. In Leipzig messen sich Starspieler Dennis Schröder und Co. mit Israel. Das bisher ungeschlagene deutsche Team startet als Spitzenreiter in die Hauptrundengruppe L. DATENCENTER, die Tabelle von Sportinformationsdienst.